Von wo kommst du gerade? Von der Arbeit. Ich komme gerade aus der Firma in Durlach. Und ich durfte gerade einmal komplett durch die Stadt, schön an allen Baustellen vorbei. Aber das ist Karlsruhe. Aus dem Büro. Was war dein Traumberuf als Kind? Das ist schwierig. Autobahnpolizist. Ich glaube Fußballspieler, aber das war nie so richtig ernsthaft. Ich wollte eigentlich Segellehrer werden. Danach natürlich irgendwas mit Computern, schon immer eigentlich. The next big shit. In was würdest du investieren? Was ich total spannend finde, ist Vertical Farming. Ich investiere in das, was sinnvoll ist, nämlich den Bau neuer Rechenzentren. Agriculture, die halt in vertikaler Form in Hochhäusern mit künstlichem Licht stattfindet, finde ich total geil. Und der Entwicklung von neuen Produkten, nämlich sogenannten Managed Services. Habe ich auch investiert, glaube ich. Was hast du dir von deinem ersten richtigen Gehalt, also bei deiner ersten Festanstellung, gekauft? Einen neuen Computer. Schon wieder. Eine geile Anlage für mein Auto. Nenn uns bitte eine Sache, die du aus deinem Studium tatsächlich noch anwendest. Entrepreneurship, das Seminar von Götz Werner. Ich beschäftige mich sehr intensiv mit der Kundengewinnung und mit der Kostenrechnung. Aber auch ganz viel von Professor Dreyer aus dem Jurabereich. Also ich habe Informationswirtschaft studiert, Jura ist wahnsinnig hilfreich, denkt man gar nicht. Was war dein erster Job? Das erste Mal Geld verdient habe ich als Zeitungsausträger. Tatsächlich, ganz klassisch. Rundfunk- und Fernsehtechniker. Das erste Mal Geld verdient habe ich als Alten- und Krankenpfleger. Falsch rum. Was ist das Beste an deinem Job? Dass ich ausschlafen kann. Gute Frage. Also ganz ehrlich, ich bin wirklich schlecht morgens und vor dem dritten Kaffee geht gar nichts. Dafür abends und nachts so lange, wie ich will. Die Flexibilität. Ich kann meine Zeit frei einteilen. Und die Freiheitsgrade, die ich in der täglichen Arbeitsgestaltung für mich selber entwickeln kann. Und als Chef kann man halt ins Büro kommen, wann immer man möchte. Und das kommt mir sehr entgegen. Du gründest eine Band. Welches Instrument spielst du? Wahrscheinlich wäre ich eher Sänger. Also ich kann zwar Klavier spielen, aber nicht so wahnsinnig toll. Eindeutig Schlagzeug. Ich würde eine Gitarre spielen. Ich will jetzt niemandem hier was vorsingen, aber von der Position her wahrscheinlich eher vorne mit dabei. Mein erster Rechner war okay. Ultra langsam, uralt und riesengroß. Commodore 64, also noch so richtig schön mit Kassettenlaufwerken vor- und zurückspulen, Basic-Programme abtippen, um Hangman zu spielen und sowas. Ganz großes Kino. Was macht Baden-Württemberg für dich und dein Unternehmen als Standort attraktiv? Baden-Württemberg ist einfach total cool, weil es hier nicht nur ein tolles Klima gibt, sondern auch, weil es einfach viele gute Leute gibt von den Unis, sehr gut ausgebildete Menschen. Auf alle Fälle das große IT-Netzwerk. Wir haben viele qualifizierte Mitarbeiter. Tolle Unternehmen, gerade im Umfeld, Raum Karlsruhe, Stuttgart, mit denen man auch viel Business machen kann. Hochinteressante Kunden für unsere Produkte. Also ich finde es hier super. Und mein Herz schlägt einfach für Baden-Württemberg. Das war's. Easy. Gibt's noch mehr?